Servus, meine Freunde. Jetzt noch mal einen kurzen Kommentar zu dem letzten Video, denn es gibt ja eine große Diskussion in dem letzten Video, was ich gemacht habe, darüber, was ich gesagt habe mit den Kosten von Brokern. Ich habe gesagt, dass es gar nicht so schlecht sein muss, wenn man bei einem Broker ist, bei einer Bank ist und die Ordergebühren etwas höher sind, weil man sich dann eventuell etwas mehr Gedanken drum macht, in welcher Höhe man beispielsweise kauft und nicht einfach so schnell kauft. Und auch, weil man durch die geringen Kosten bei Neobrokern, und ich bin ein Fan von Neobrokern, solltet ihr nicht vergessen, bei den geringen Kosten von Neobrokern schneller zum Kauf und zum Verkauf angeregt wird. Und ich selbst bei mir gemerkt habe, dass ich etwas schneller darüber nachgedacht habe, wenn ich bei der Position schon so ein bisschen skeptisch war, als das früher der Fall war, beispielsweise bei meinen anderen Brokern, wo es teurer war, beispielsweise bei der Comdirect und bei der DKB, wo ich davor war und auch jetzt noch bin. Und das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und ich habe von erfahrenen Investoren, beispielsweise auch Helmut, vielleicht kennt ihr ihn, Helmut Jonen, erfahrener, sehr, sehr erfahrener Investor, von dem habe ich, bei dem habe ich auch eine Story gesehen mal, der gesagt hat, hey, das kann auch ein gar nicht so negativ sein. Das habe ich jetzt kürzlich erst gesehen, ist mir jetzt noch eingefallen. Habe ich jetzt kürzlich erst gesehen, der gesagt hat, so schlimm muss es gar nicht sein, wenn man ein bisschen was dafür zahlt, weil man sich dann hoffentlich auch ordentliche Gedanken drum gemacht hat. Und zusätzlich muss man natürlich auch sagen, ich mache mir mehr Gedanken, wenn ich jetzt Aktien kaufe für 900 Euro und die kosten 25 Euro, dann sage ich mir, ah, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Das ist dann aus dieser Perspektive natürlich auch ein valider Punkt, den man hat. Aber ich finde, wenn es sehr, sehr günstig ist, wird man so ein bisschen dazu natürlich angeregt, was ja auch das Geschäftsmodell ist von Trade Republic, Scalable und so weiter. Und ich bin ein Fan dieser Unternehmen. Ich finde es ja gut, weil es ja für Menschen mit weniger Geld hier auch der Markt oder die Aktienkäufe geöffnet werden. Und das ist ja sehr, sehr positiv. Und das soll man natürlich nicht vergessen. Also, und was ich natürlich absolut überhaupt nicht meine, ist, kauf jetzt extra teuer. Das ist ja völliger Quatsch. Ich kaufe sehr gerne bei Trade Republic und ich habe jetzt auch kein riesiges Problem damit, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass mein Körper oder mein Kopf oder wie auch immer mir ein bisschen schneller sagt, naja, so teuer ist es ja nicht, so viel, so ein großes Problem ist nicht, wenn du jetzt verkaufst. Weil wenn ich zum Beispiel eine Verlustposition, wo ich jetzt, sagen wir mal, im Minus bin und will diese Position verkaufen und ich merke, ich muss dann auch noch sehr, sehr hohe Gebühren zahlen, dann überlege ich mir, ist vielleicht etwas genauer. Das müsst ihr natürlich nicht so sehen, aber generell sollten die Kosten gar keinen Einfluss darauf haben, welche Aktien ihr kauft, sondern ihr solltet euch mit dem Unternehmen auseinandersetzen, ist es ein gutes Unternehmen und dann soll es egal sein, nicht komplett egal, wie viel das kostet, aber euch sollte im Klaren sein, warum ihr das Unternehmen kauft und ihr solltet erstmal über die Kosten gar nicht nachdenken. Und dann könnt ihr natürlich schauen, in welcher Höhe kaufe ich kaufe ich ein, mit welchem Betrag und dann weiß man auch, wie die Kosten sind. So sollte es sein und natürlich, da habe ich immer gesagt, sollten 1% Kosten nicht überschritten werden, damit es auch sinnvoll ist und damit man durch die Gewinne natürlich die Kosten auch schon reingeholt hat oder reinholen kann. Also, nicht falsch verstehen, man kann natürlich andere Meinungen haben, aber ich finde, das hat eine Tendenz, dass man ein bisschen schneller handelt, besonders auch für Anfänger. Und das ist das hauptsächliche Argument, was ich jetzt hier hatte. Sagt mir doch gerne nochmal, welcher Meinung ihr seid und wie ihr das Ganze seht, könnt ihr gerne machen. Und sagt mir doch auch gerne bitte nochmal, was ihr zu Extra Space Storage meint. Die habe ich nämlich gekauft. Guckt mal beim letzten Video rein. Da habe ich so ein bisschen eine Erklärung auch dazu gegeben. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.